Hello! Gott, das war knapp, Alter. Bei 4 Sekunden habe ich nochmal schnell den Autochess gewechselt, weil ich nebenbei andere Sachen mache. Welche? Alles. Thumbnails, Videos recorden, Videos rendern. Ich muss noch alles machen. Ich habe noch 2 Stunden, bis ich los muss. Ich bin nach wie vor und für euch ist das schon dann der Zeitpunkt, wenn der Upload ist, wenn ich quasi schon wieder auf dem Rückweg bin. Die Vorproduktion für Jim Han. Und, jo, also, ich sag mal so, ich häng ein bisschen hinterher. Ich habe so wenig geschafft, was Auto-Chess angeht, was mich echt ankotzt, denn ich habe ja wirklich versucht. Also meine Intention war, okay, jeden Tag ein Auto-Chess-Video. Sollte eigentlich möglich sein, ne? Aber ich habe, glaube ich, 10 plus Folgen, die ich nicht hochgeladen habe. So um die 10 Folgen müssten es sein, die ich nicht hochladen werde und nicht hochladen habe, nicht das Recording abgebrochen habe oder einfach gelöscht habe. Weil ich so unsagbar nervig und aggro war, weil ich halt mich ungerecht behandelt gefühlt habe und nicht die Pieces bekommen habe, die ich gesucht habe. Das war, also wirklich, da habe ich mich ja für mich selbst geschämt. Deswegen ja, die Videos wird es nicht geben. Ich hoffe, dass das Video hier noch was wird, weil, wie gesagt, es ist gerade 9.07 Uhr, um 11 Uhr 12 fährt mein Zug. Heute ist noch nicht Japan, sondern erst morgen, aber heute fahre ich schon nach Frankfurt. Habe also eine lange Zugfahrt vor mir. Ich könnte während der Zugfahrt noch was machen, aber ey, mit der Deutschen Bahn, nee, es ist immer bescheiden. So, das WLAN ist trash. Egal, ob du in der ersten Klasse sitzt oder nicht, so, das macht auch keinen Unterschied. Du hast da nicht wirklich viel Platz, um dich da auszutoben. Und ja. Ich habe zwar einen Vierer gebucht, also mit dem Tisch und so, aber wenn da halt auch nur 2 Personen dran sitzen noch, dann kannst du es knicken. Machen wir so. Du kommst weg, dann kommst du rüber. Ja, also ich kann halt, also vor allem, okay, anderes Problem, mein Laptop ist ja mein Gaming-Laptop, der ist ja auch verhältnismäßig groß. Also das ist nicht wie so ein MacBook, was leise und klein ist, sondern der leuchtet dann hinten und hat ein bisschen, ne, ist ein bisschen korpulenter, kann man sagen. Und ich glaube, damit dann an dem Tisch dazu werken, ist vielleicht auch ein bisschen sehr einnehmend, sagen wir so. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, nicht mit dem Laptop im Zug zu arbeiten, auch wenn er mitkommt. Aber ja, dann werde ich einfach mich selbst so ein bisschen entertainen, weil ich bin ja 6 Stunden unterwegs oder so. Also es wäre schon ganz gut bei dir. Sag mal, was ist das hier wieder für eine Pärchenparty? Ich fange jetzt schon wieder an, mich darüber aufzuregen, ne? Ganz ehrlich. Naja. I don't know, sind 6 Götter was? So brave for you. Not quite sure. What the? Bitte was? Das ist möglich? Ja klar, es ist möglich. Damn. Okay, gib mir Bock. Junge. Come on, Bock. Jawohl. Hätte ich nicht erwartet. Jo, also ich muss auch ungefähr, lass mich raten, 8 Thumbnails machen. Warte kurz. So, jetzt sind wir auf 10 Gold auch. Ja, ich muss auch irgendwie, keine Ahnung, 8 Thumbnails machen. Ich muss das Video hier noch rendern und hochladen und einstellen im besten. Das ist nicht ganz so schlimm, weil das Video kommt ja so spät, dass ich halt in Japan gar nichts machen kann. Ich könnte auch in Japan aufnehmen, so ist es nicht. Das Problem ist dann nur, und dieses Problem habe ich nach wie vor nicht lösen können, die Soundqualität, wenn ich aufnehme und vor allem aber auch streame, ist nicht so nice. Und das stört mich extrem. Ob
obwohl ich auch sehr gutes Geld für mein Mikrofon ausgegeben habe, für den Laptop, auch mit dem Mischpult und bla. Ich habe verschiedene Mischpults auch probiert. I don't know. Das Problem sitzt ja immer vor dem Rechner, ne? Naja. Ich habe trotzdem alles mitgenommen, sicherheitshalber. Und in der Japan-Gruppe geht das auch schon ab. Ja, das vibriert die ganze Zeit. Vibriert die ganze Zeit. In green, I go. Ich würde sagen, wir leveln einfach mal. Davon aus, dass ich das verliere. Maybe not. Ich meine, sein Nuke ist super strong. Oh, wir gewinnen, ja, tatsächlich. Good job. Naja, aber bevor ich hier die ganze Zeit rumheule, dass mein Zeitmanagement Müll ist, was wir alle schon bisher wissen, ich freue mich extrem drauf auf den Trip. Urlaub, wenn man das so nennen möchte. Natürlich ist es irgendwie Urlaub, aber es ist auch super viel geplant. Was natürlich dann so ein bisschen die Entspannung auf jeden Fall. Es ist kein Sommer-Sonne-Strandurlaub. Ja, auch in Japan ist es halt Herbst. Alexa, wie ist das Wetter in Tokio? Ja, danke. Regnerisch. Naja, also ich weiß nicht, ob ihr es hören konntet, weil ich nicht weiß, wie das Mikrofon das aufgreift, aber es sind, also es ist sonnig, aber halt unter 20 Grad das Ganze, ne? Und das geht aber auch runter bis unter 10 Grad. Deswegen, wir waren immer nur im Hochsommer da. Für mich ist es auch first time, ne? Also, dass wir da im Frühling sind. Habe ich Herbst gesagt? Ich habe Herbst gesagt. Frühling sind und wir sind ja da, weil Kirschblütenzeit ist. Wir müssen extrem viel Glück haben, weil die blühen ja immer nur kurze Zeit und wenn wir Pech haben, sind die dann schon wieder weg, wenn wir da sind. Aber ja, ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, wir sehen wunderschöne Cherry Blossoms und generell die Sakura-Zeit ist sehr besonders. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Es wird natürlich eine Menge geben. Ich meine, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gab es schon eine Menge. Der Urlaub ist fast wieder durch. Ne? Ich glaube, da sind wir schon fast auf dem Rückflug. Und ihr habt wahrscheinlich eine Menge auf Insta oder YouTube gesehen. Also, wird gut. Wird gut. Bin gespannt. Bin gespannt. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Auto Chase. Bisher läuft es ganz gut, liegt aber eher daran, dass wir Bock haben in zwei Level 2er. Sind jetzt in der Neutral Round. Ich habe keine Combo, by the way. Weird Flex. I bring the spark of death. Super strange, ne? Was ich gerne machen würde, ist, wir könnten es testen und wenn es schief geht und wir werden Achter, dann ist es halt so. Die sechs Götter. Using skills will reduce the current remaining cooldown time of active skills and items by 50%. Das haben sie ja auch geändert. Und warte. Das, was eine ganz wichtige Änderung ist. Genau, all allies get the effect skill cooldown time. Bedeutet also, die Götter sind gar nicht mehr darauf angewiesen, dass sie nur quasi Rassen oder Klassen haben können, wie auch immer. Was ziemlich insane ist. Wir leveln einmal auf, stellen dich und dich rauf, nimm dich runter und so. Machen das so. Ich würde super, super gerne Dings hier nehmen, Magic Seed.
Wir machen das so. Dann haben wir genau 30 Gold, haben hier noch Magic Seeds. Ich denke, das ist okay. Razor Level 2 und so weiter, alles cool. Aber mein Fokus liegt darauf, extrem schnell, oder was heißt extrem schnell, aber ein hohes Level zu erreichen, damit wir halt die Pieces bekommen können und quasi mit den Legendaries dieses Thread fahren können. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen, ne? Aber gucken wir mal. Natürlich nice, wenn wir durchgehend gewinnen. Wir bräuchten noch einen Vitality Boost. Oh, das war ein guter Shackle. Come on. Oh, unlucky. Ja, also. Wir bräuchten einen Vitality Booster. Dann hätten wir nämlich jetzt schon das große Buch. Was ziemlich krass wäre. Ne? Bei dir. Welches Relikt gibt es noch? Es gibt Second Chance. Okay. Ich werde also langweilig einfach auf Economy gehen und auf Level Ups. Wir werden hier etwas mehr als ein Level dann haben. Ich bin übrigens in eine normale Lobby reingegangen, weil es war so eine broken US-Ostküste-Lobby da und die Leute verstehen nicht, dass das nicht funktioniert. Oder ich habe 9 von 9 Mal oder 10 von 10 Mal Pech gehabt mit der US-Ostküste. Und die Lobby ist aber nicht weggegangen. Ich habe sogar eine halbe Stunde gewartet oder so. Oder eine Viertelstunde gewartet. Obwohl ich die Zeit nicht geschafft. Und trotzdem kam die Lobby nicht. Deswegen bin ich in einer normalen Lobby. Keine Wizard-Lobby, falls ihr euch das gefragt habt. Ah, schade. Das ist schon. Wir sind immer noch recht strong, also alles entspannt. Okay, ich muss doch noch über Japan reden, beziehungsweise über die Reise jetzt. Weil ich habe echt Sorge, dass ich Sachen vergessen habe. Ne? Ich habe gestern noch eine Liste bekommen, quasi, was ich so einpacken soll. Natürlich das Wichtigste, Reisepass. Ja? Reisepass, Portemonnaie, Handy, Schlüssel, so Ding, Kladderadatsch, Laptop. Aber so, ich vergesse eigentlich immer etwas. Bei meiner ersten Reise... Also einmal habe ich meine Kopfhörer vergessen. Die liegen da, oder? Ja. Gleich geguckt. Einmal habe ich meine Kopfhörer vergessen, was super bescheiden ist. Einmal habe ich, einmal habe ich meine Kopfhörer vergessen. Und das letzte Mal habe ich meinen Adapter vergessen für Japan. Ich hatte dann ja natürlich schon einen Stromadapter, weil die benutzen ja einen anderen. Und dann brauchst du ja einen und dann, habe ich den vergessen. Was sehr ungünstig war. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, ob ich jetzt den für meinen Laptop auch dabei habe, weil es gibt verschiedene Adapter in verschiedenen Größen und du brauchst halt einen größeren für den Laptop, weil der Laptop ja einen größeren Anschluss hat als zum Beispiel ein Handy oder so. Also Stromquelle mäßig. Der Stecker. Okay, das ist super nice. Genau, das war meine Intention. Ja, also so sieht das nämlich aus. Ich habe nur einen eingepackt und ich glaube, es ist der schmale. Und ich weiß aber auch nicht, wo der große ist. Also ich habe da jetzt auch nicht großartig nachgesucht, um ehrlich zu sein, weil ich da gestern zu faul für war gestern Abend, weil mir sehr spät eingefallen ist. Aber, I don't know, muss man wieder zum Don gehen und da einen kaufen. Was immer wieder spannend ist, weil man denkt, jetzt weiß man ja wie. Aber das Problem ist, die Größen einzuordnen, für was du was brauchst, ist nicht ganz so einfach. Musst du immer drauf achten. Aber ja, ansonsten, falls es nur das sein sollte, was ich in Anführungsstrichen vergessen habe, wobei ich jetzt, also ich weiß es ja, aber ne, ihr wisst, wie ich das meine, dann wäre das noch okay, dann wäre das gut. Aber ich bin mir unsicher. Es fühlt sich an, als hätte ich noch irgendwie was vergessen, aber vielleicht ist das auch Humbug und das ist einfach so dieses Standardgefühl. Ja? Ich habe immerhin kein Kind, das ich irgendwo vergessen kann. Und davon abgesehen habe ich heute noch den ganzen Tag Zeit, um darüber nachzudenken, weil irgendwann fällt es einem ja plötzlich ein, ne? Im schlechtesten Fall, wenn du es brauchst. Im besten Fall halt irgendwie, wenn du schon unterwegs bist. Und
Ich bin ja, wie gesagt, heute den ganzen Tag im Zug und so und fliege erst morgen. Das heißt, ich könnte morgen am Flughafen noch Sachen besorgen. Oder heute. Irgendwie. Ja. Muss ich mal gucken. Aber ich glaube, ich bin auf jeden Fall ganz gut aufgestellt mit den wichtigen Sachen. Ja. Vitality Booster wäre super nice. Das ist kein Vitality Booster. A blaze of glory. Sage. Wir werden trotzdem rollen. Es sei mir nicht gegönnt. I see. Also ich könnte ja auch Priest draufstellen und dann mit Open Fort ein paar Tangos noch sammeln, ne? Aber wir sind nicht so super krass weak, oder? Also wir haben jetzt die letzten Runden komplett eigentlich verloren. Egal, wir riskieren es einfach so. Das zum Beispiel sieht gar nicht unmöglich aus zu schlagen. Das, was hier stark ist, ist der Witch Doctor. Und natürlich die Nuke hier von dem Timber. Aber wir drainen hier gut das Mana weg durch den kleinen Boy. Ja, die Nukes kamen gut raus. Also, wir sind auf jeden Fall nicht super weak. Wir haben verloren, aber das geht, ne? Wir haben gegen den hier zum Beispiel gewonnen. Ich muss daran denken, Oracle mitzunehmen. Ich habe den wahrscheinlich schon mal weggerollt. Wir brauchen Oracle, Zeus Lashrak und unseren Tauren. Das heißt, Druide sollten wir vielleicht auch mal mitnehmen. Ich meine, jetzt wird es wahrscheinlich noch nicht notwendig sein, aber im Laufe der Zeit. 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Okay. Das ist gar nicht so bad. Team Bad Not Me. Was ist das denn für ein geiles Profilbild. Oh Gott. Habe ich jetzt Autoschuss abstürzen lassen? Hier. Team Bad, not me. Super cool. Gefällt mir richtig gut. Hab noch nie gesehen. Assassins. Und den hatten wir eben auf seinem Feld gewonnen. Heißt natürlich überhaupt gar nichts. Das sieht auch. Vielleicht ist er auch stärker geworden jetzt. Kann natürlich auch sein. Weil das sieht ja nicht mal knapp aus, ja. Jetzt haben wir hier aber wieder. Warten wir einfach mal ab. Wahrscheinlich war die Rubik-Ulti bei dieser Runde vielleicht auch besser. Maybe. Maybe, baby. Ich meine, wir haben immer noch hier ein halbes Level. Ich weiß nicht, ob Second Chance cool wäre. Ich glaube, Egg wäre vielleicht noch nice. Oder auch Vladimir. Ich glaube, Kiste wäre auch gut. Ich glaube, wobei wir haben schon nicht wenig Bücher. Und wir müssen ein hohes Level erreichen. Und das ist halt das, was wir halt machen wollen. Ob wir damit gewinnen können oder nicht, haben wir dahingestellt. Aber mein Ziel ist es jetzt nicht irgendwie, den Lashrak unbedingt auf Level 3 zu pushen oder so. Sondern die Strat auf dem Feld zu haben. Und dann zu gucken, wird's was oder nicht. He lost.
Ich glaube nicht, dass wir da Legion noch großartig brauchen. Die ganze Japan-Gruppe läuft hier rund. Über die Pocket-Wi-Fi-Geschichte, über JR-Pass, über noch irgendwelche Trips und so. Wir haben auch einen Karaoke-Abend, der wird so wild, ey. Boah. So witzig. Mann, ich freue mich so drauf. Ich hoffe, alles geht gut. Jeder bleibt gesund. Alle haben ihren Spaß. Niemand fühlt sich irgendwie blöd oder so. Weil wir sind ja mit einer Truppe unterwegs, die sich so noch gar nicht so gut kennen. Also viele untereinander vielleicht schon, aber halt in dieser Konstellation auf gar keinen Fall. Über so einen langen Zeitraum, ne? 2 Wochen. Wir sind zwar nicht jeden Tag zusammen unterwegs und auch nicht jeden Tag irgendwie, keine Ahnung was, aber wir fliegen zusammen hin, fast alle. Was halt schon krass ist, weil wir sind, glaube ich, 12 Leute oder so und ich glaube 10, nee, 8 oder so. 8 sind, glaube ich, in unserem Flieger. Und wir sind, glaube ich, alle im selben Hotel. Können wir das hier gewinnen oder ist das zum Scheitern verurteilt? Weil das wäre nicht gut. Unser Rubik hat nämlich keine Geschichte hier. Wir leveln einmal auf. Und ich nehme dich rauf. So haben wir das. Also ich bin jetzt gleich bei 40 Gold. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, ist jetzt erstmal erhöht. Wir haben nämlich hier einen Stun, wir haben nochmal extra Attack Speed. Das ist halt extrem wichtig, dass wir es gewinnen. Und das Gold wird nicht aufgewertet. Und bevor ich jetzt roll oder so, macht das schon mehr Sinn, Gold zu benutzen für Level Up. So, schauen wir mal. Haben wir den Stun? Er war eine Animation. Ja. Okay. Beides Crowns, das ist schlecht. Okay, wir werden dafür rollen. Okay, wir haben Egg. Egg ist okay. Dann haben wir hier das halbe Level. Dann gucken wir mal. Your God has arrived. Dann gucken wir nach einem Gott, wollte ich gerade sagen. Die beiden Boys brauche ich nicht. Jetzt können wir schon mal den mitnehmen. Dann machen wir das so. Und so. Die lassen wir noch so lange drauf stehen, bis wir unsere Götter zusammengesammelt haben. Ich würde auch gerne die Götter nur mit Legendary spielen, tatsächlich. So, das heißt, wir haben 3 von denen hier. Das ist okay, der ist schon Level 2, die beiden müssen noch Level 2. Und dann die 3 plus halt, keine Ahnung, Jakiro, Tide, vielleicht Warlock. So, das sind, glaube ich, die besten Pieces davon. Weil, wie gesagt, der Cooldown wird halbiert. Also noch kriegen wir aufs Gesicht, das ist aber okay, hier ist auch kein Zeus. Wir brauchen ihn auch nur auf Level 2. Wir kommen natürlich jetzt schon in ein gefährliches Gebiet. 35 HP ist nicht viel, aber wir sind kurz vor Level 10. There he is. Wir haben jetzt schon mal 4 Götter. Vielleicht sollte ich Dragons dann mitnehmen. Time to save the world. Wenn wir einen Jakiro zum Beispiel spielen wollen. Das wäre eine Idee, ne? Er hat halt nicht viel auf dem Feld, was ganz angenehm ist. Und wenn wir hier noch 2, 3 Pieces wegnehmen können. Die Rock ist zwar nicht gut. Ah, und der Dazzle, oh shit. Okay, wir haben noch einen weggenommen. Er müsste jetzt schon wachsen, das wäre super. Come on, please. That's bad.
Okay. Ice is nice. Behold the scar. I am the Dead of Winter. I am the Dead of. I bring the spark of death. Machen das erstmal. Lashwa killt uns noch. Die Dragons. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall schon wieder ein bisschen stärker geworden. In green, I go. Alter, hier geht's richtig ab. Ich guck nur, ob da wichtige Sachen dabei sind. Okay. Ja, let's get him. Your God has arrived. I guess we better. Yep. Time to save the world. Again. Okay, da ist unser Lucky Row. Dann machen wir das so. So. Und das so. Einen kleinen Überblick hier verschaffen. Uns fehlt noch der Lash Rock. Komm, gib mir einen Vitality Booster von dir. Huge. Danke dafür. Sehr nice. Okay, Runde 25. Ich brauche die Dragons. So, werde ich hier, was werde ich denn hier ersetzen? Ich muss mir mal Überblick verschaffen, wirklich. Dich könnte ich ersetzen. Das Ding ist, ich könnte auf 6 Mages noch gehen. Ich will Lich auf Level 2 drin lassen. Dann kommt noch ein Pack rein für sie wahrscheinlich. Das bleibt halt erstmal für dich auf Level 3. Der Kram bleibt auch. Wobei, du kannst weg. Wie gesagt, wir brauchen eh noch einen Dragon. Die Big Boys. Machen wir so. The Eldworm comes. The frost spreads. When you play with Lena, kaufen wir erstmal, I guess. Wird dann der eine Dragon, ne? Rubik und Oracle. Vielleicht sollte ich jetzt wieder sparen. Weil ich werde jetzt nicht mehr verlieren, I guess. Incredible strong. Oh, wir kriegen eine Kiste frei. Nope.
Lass uns mal sparen. Wir gehen mal ein bisschen auf Economy. Wäre ganz nice. Doom Level 3 wäre was, wa? Den werden wir jetzt auf seinem Feld besiegen. No, doch nicht. Sash. Ein Sword brauchen wir noch, mit der da los. Unserem DK. Fünf Bücher. Also ich würde jetzt Second Chance nehmen, einfach. Ich glaube, Level 11 wäre halt schon ganz fett. Ihn auf seinem Feld zu besiegen wäre nice, weil wir dann nochmal unseren Money Boost bekommen würden. Es fehlt dann immer noch der Lash Rock, ne? Hat keiner drauf. Doch, doch, hier. Le Boy Karatsu. Da haben wir ihn auch. Jetzt rennen sie. Interessant. Interessante Wahl mit Foster. Foster. Nein, ich bin hier. Don. Und er hat sein Minigstück verloren. Sage. Ja, gut, ne? Crystal Maiden könnten wir, by the way, auch noch austauschen, theoretisch. Aber eigentlich ist ganz cool, dass wir eine Crystal Maiden dabei haben. Ich glaube, das ist auch ganz notwendig bei dem Götterbonus, ne? Weil wenn ein Cooldown so weit runtergeht, dann müssen sie auch irgendwie Mana generieren. Ah, jetzt kämpfen wir hier. Er hat ihn fast gekriegt. 33 Damage hat er kassiert. What is this? A game of some sort? Ich würde jetzt gerne drei Humans noch erstmal drauf lassen, tatsächlich. Bis wir Level 11 sind. Bedeutet hoffentlich jetzt Second Chance, weil ansonsten haben wir nur ein halbes Level. Und so lange wird das Match wahrscheinlich nicht mal gehen, bis wir da sind. Ich muss ja noch Lashrock draufstellen. Na, okay, nee, das passt ja mit Level 11. Lashrock für die Lina und Level 11 für den Dragon oder halt andersrum, wie auch immer. Er ist eingesperrt. Egg ist auch strong. Ich würde jetzt auch ungern Roan dafür. War das so? Ist ärgerlich in Anführungsstrichen, aber ja, was soll's. Lass uns mal für Lashrock gucken oder auch für unseren Tauren. Hm.
Ability ist halt echt Müll. Hätte ich vielleicht den anderen Rubik tatsächlich draufstellen können, ne? Oder so. Ich suche übrigens weiter, weil ich den Lash von habe. Oder? Ich will das mit den Humans erstmal nochmal haben. Ich weiß halt nicht, ob die Runden so lange gehen werden. Und ich will auch nicht choken, dass ich hier irgendwie plötzlich 24 Damage bekomme oder so. Aber ich würde mich incredible strong machen, wenn ich noch den Pack und den Lishwag aufstelle. Dann habe ich 6-6. Oh, what? Damit. Er ist halt gone. Er ist halt maybe auch gone. Ja. Nee, noch nicht. Close. Ich komme halt nicht mehr auf Level. Auf mein Level. What is this? A game of some sort? What? Ich meine, what the heck? Ist er nicht auch ein Druide? Ja, tatsächlich. Also, oh, stimmt. Er ist auch ein Druide. Es könnte sein, dass die Runde jetzt schon vorbei ist. What's that? Weil ich halt unbedingt noch da hinkommen will, aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist. Der wird jetzt wahrscheinlich jetzt raus sein. Nee, oder? Ist der Bus noch da? Doch, 27 Damage, okay. Der ist aber gone. Also zur Neutral kommen wir nicht nochmal. Noch ein Ocean, you know. Egal, komm. Einfach nur for the lulz. Dann haben wir den drauf. Den wollen wir raufstellen, den stellen wir runter. Kommst du denn mit deiner Crown her, Alter? Und jetzt haben wir theoretisch. Oh. Jetzt haben wir theoretisch noch ein Lashrock Level 3. Dafür brauchen wir noch zwei Druiden. Aber wir haben die 6 Götter. Ganz gut. Gute Folge. Ah, wir hätten hier aber nichts mehr bekommen. Ja, das wäre natürlich sick gewesen. Also ich hätte mit Second Chances wahrscheinlich noch auf 6 Mages, 6 Götter kommen können. In einer absolut nasty Combo. Hat Spaß gemacht. Ist eine gute Combo gewesen, aber wir hatten auch extrem viel Glück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.